Für den kleinen Engel und seine große Schwester Jamie beginnt der Tag wie sonst auch. Mutti Susanne verabschiedet die beiden. Papa Thomas hat bereits das Auto aus der Garage geholt, damit er die Kinder in den Kindergarten und in die Schule schaffen kann. Grundschule, in die Jamie geht, ist nicht weit von zu Hause weg. Morgens ist sie hier meist die Erste. Ihr Bruder Enno wird von Papa dann noch in den Kindergarten gebracht. Jamie geht in die zweite Klasse. Heute behandeln sie im Deutschunterricht das Steigern von Adjektiven. Das kann Jamie zwar schon mit links, dennoch muss sie sich voll konzentrieren, auch wenn es ihr schwerfällt. Denn am Nachmittag will sie sich mit ihren Freunden in der Jugendfeuerwehr treffen und ist schon ganz aufgeregt deswegen. Währenddessen ist der kleine Enno auch im Kindergarten angekommen. Hier kann er ausgelassen mit seinen Freunden toben und spielen. Doch auch im Kindergarten sind die Kleinen schon ein wenig aufgeregt. Später soll nämlich außergewöhnlicher Besuch kommen. Ein echter Feuerwehrmann hat sich für den Vormittag angekündigt. Papa Thomas ist inzwischen auf Arbeit. Hier muss er den ganzen Tag schuften und sich um das Bearbeiten von Metallteilen kümmern. Was spektakulär aussieht, ist aber auch ganz schön anstrengend. 8 Stunden Arbeit hat er noch vor sich. Danach muss er Enno und Jamie abholen und nach Hause mitnehmen. Bei Enno im Kindergarten ist nun auch der außergewöhnliche Gast angekommen. Arnulf Sachse von der Feuerwehr Neschwitz wird den Kindern heute viele nützliche Tipps in Sachen Brandschutzerziehung geben. Vorher liest er aber noch eine spannende Geschichte vor. Bei der Feuerwehr wird der Kaffee kalt. Danach darf der kleine Enno selbst einmal den Notruf wählen. 112. Feuerwehrmann Arnulf steht ihm dabei zur Seite und schildert, welche Informationen bei einem Notruf wichtig sind. Doch für Enno ist das alles kein Problem. Er meistert auch diese Aufgabe mit Bravour. Als Belohnung darf er nun selbst zum Feuerwehrmann werden. Und wie alle anderen Kinder auch, bekommt Enno eine Urkunde und eine Plakette. Denn über das Thema Brandschutz wissen nun alle Bescheid. Jamie sitzt währenddessen immer noch in der Schule. Zum Glück hat sie jetzt erst einmal Pause. Auf dem Gang kann sie sich noch einmal mit ihren Freunden unterhalten und für den Nachmittag verabreden. Treffen wir uns heute in der Jugendfeuerwehr? Na klar, auf jeden Fall da. Nach der Schule wartet Jamie auf Papa Thomas. Der soll sie eigentlich am Nachmittag abholen. Doch heute ist er nicht pünktlich. Stattdessen kommt Mama Susanne mit dem Auto angefahren. Wo ist der Papa? Der Papa musste zum Einsatz. Steigst du ein? Papa Thomas ist nämlich bei der Freiwilligen Feuerwehr. Wenn jemand den Notruf wählt, weil es brennt, muss er ganz schnell zum Gerätehaus. Hier zieht er sich gemeinsam mit den anderen Feuerwehrleuten seine Schutzkleidung an und fährt dann los. Mit Blaulicht und Sirene haben die Kameraden dann freie Fahrt und können schnell zur Hilfe eilen. Diesmal ist aber kein Feuer der Grund für den Einsatz, sondern ein schlimmer Verkehrsunfall. Eine Frau ist mit ihrem Auto gegen einen Baum gefahren und eingeklemmt. Thomas und seine Kameraden holen schweres Gerät, um die Frau aus ihrem Auto zu befreien. Mit einer Metallschere und einem speziellen Spreizgerät machen die Feuerwehrleute das Auto zum Cabrio, damit man leichter an die Frau herankommt. So kann ihr am besten geholfen werden. Jamie und ihre Freunde bekommen von dem Einsatz fast gar nichts mit. Sie haben sich in der Jugendfeuerwehr getroffen und üben erste Hilfe. Stabile Seitenlage ist gerade das Thema, als Thomas und die anderen vom Einsatz zurückkommen. Nun müssen die Feuerwehrautos wieder in Schuss gebracht werden. Der Einsatzleiter schreibt noch einen Bericht, ehe es für ihn wieder nach Hause geht, bis der nächste Notruf abgesetzt wird. Und auch dann werden die Kameraden wieder schnellstmöglich helfen, egal wann und wo.